des Fröhlichen. Besuche am Morgen. Sei mir. Naja. Muss ich mir irgendwo ein schattiges Plätzchen suchen, weil gestern war denn doch too much. Jetzt ist es hier Schatten und wird schon Sonne. Aber wie es sich entwickelt, weiß ich nicht. Aber da gibt es auch schon welche, die haben sich das reserviert sozusagen. Also kann man sich doch dort noch orientieren. Wo die Reservierte sind, ist es irgendwie gut. Ich weiß es nicht. Man muss nämlich auch bedenken, dass man neu kommt. Und wieder raus. Ne? Raus ist mindestens genauso wichtig wie neu. Okay. Also wenn ich diese Badeschuhe von wem auch immer dafür hätte, dann wäre alles gut. Aber hab keine. So. Jetzt probiere ich es hier. Why not? Da habe ich doch mal einen Meeresfrüchtesalat gewagt. Bin mal gespannt. Sieht gut aus, oder? Sieht gut aus, jo. Für das ich das erste Mal so Dinger da gegessen habe, war es doch gut. Ne? Boah, war echt gut. Die Tintenfisch tun mir immer nur so leid, die mag ich nicht essen. Das mag ich nicht. Aber gut, der besteht halt. So, jetzt gucken wir aber noch was an. Bei dem ADAC nur mal angefragt. Ne? Und dann hat er mir erst habe ich nur einen Atlas gekauft. Campingatlas. Aber denn, ob ich den überhaupt richtig brauche, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls sind da alle Straßen drin und alles hin und her. Und dann habe ich gefragt, ob er eine Karte hat. Und dann kam auf einmal mit einer ganzen Karte da raus. Jedenfalls habe ich da jetzt mehrere gleich gekriegt, überall wo ich durchfahre. Und da ist die Karte von. Da ist ja auch mal eine andere Karte her, wo ich dann immer genau nochmal gucke, wo ich da unterwegs bin. Da bin ich jetzt. Wo? Da drauf. Rovini, da. So, und ich bin ja jetzt nach Bale, das ist da irgendwo und dann da an der See, ans Meer. Da sitze ich jetzt. Und das ist ja, wenn man dann andere Dinge durchguckt, das geht ja allzu weiter, die ganze Küste entlang. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, jeder will ans Meer, gut, warum auch nicht. Jedenfalls, für die Heimfahrt habe ich mir da welche empfohlen, ich soll da über Blätt fahren und da nochmal Station machen. Aber vielleicht mache ich das ja. Wenn sie mich neu lassen in Slowenien überhaupt, ich habe ja keine Tests mehr. Und hier fragt erstmal keiner, vielleicht fragen sie dann später. Da guckst du dumm. Nee, ich guck dann auch nicht dumm, ist mir egal. Wir werden sehen, wie das weitergeht. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was ich nämlich mal vorhatte. War doch hier runter in Bosnien-Herzegowina. Da habe ich auf der Karte gesehen, ups, ein bisschen scheiße, ups, dass die Riesenberge haben. Und da sind auch diese Karl-May-Filme und so, die sind doch da gedreht. Und da habe ich gedacht, weil das ist ja ideal für meinen Energiespeicher. Energie, Wasserenergiespeicher soll die heißen. Und die sollen mit Windrädern, die dann sozusagen irgendwo da an der Küste stehen oder auf dem Berg an der Küste oder sonst wo halt Wind ist, ist ja egal wo sie keiner sieht und solle dann diesen Strom in den See fördern, Pumpspeicher
Und der muss hochgelegen sein. Und da ist diese Gegend hier eigentlich optimal. Habe ich gedacht halt. Aber menschenleer ist die auch nicht. Ne? Das ist ja helle Wahnsinn. Alles Urlaubsparadiese und Nationalparks und. Ne? Ja, wenn man es dann im Detail aussieht, wo will man so ein Ding hinbauen? Ne? In der Ural. Da müsste halt mal einer, der Ahnung hat, müsste sagen, wo das hingeht. Ich werde da nochmal fahren. Diesmal nicht gleich. Warum eigentlich nicht? Ich könnte sogar weiterfahren. Da müsste man neu fahren und gucken, wie das aussieht mit den Bergen. Und da gibt es schon längst solche Programme, die das wunderbar darstellen, dieses Verlauf, den Oberflächenverlauf. Und da kann man genau sehen, wo man sowas hinbauen könnte. Tja, ich bin da nach wie vor der Meinung, auch wenn sie mich da ein bisschen hochnehmen, ist mir egal, was die denken. Weil ich weiß, dass es sonst keine Alternative gibt, außer Wasserstoff und Atome. Da können sie sich entscheiden, diese Sache kriegen sie demnächst präsentiert. Kohle haben sie alles zugemacht, na prima, Öl wollt ihr nicht mehr, könnt ihr nicht mehr hier oder was weiß ich, Pipelines kaputt. Jetzt gibt es nur noch Atom oder Wasserstoff. Und wer das beides für Wasserstoff ist, habe ich auch nichts dagegen, ist ja auch gut. Ich habe auch nichts gegen Atom. Wenn die sicher gebaut werden, warum nicht? Aber das wäre eine Alternative gewesen, oder ist es noch? Ein Pumpspeicher mit einem Riesensee. Und dann habe ich gedacht, das baut man da hin. Naja. Abwarten. Irgendwo kommt er noch. Da bin ich davon überzeugt. Und wenn es im Ural ist, irgendwo. Da sieht man das 2000 Meter hoch. Und da unten ist schon das Meer. Das muss doch irre sein, was da für Gefälle ist. Also ich finde 2000 ebenfalls und da ist es Split. Und so stelle ich mir das vor. Entweder man findet zwei See, einer oben und einer unten, oder man nimmt das Meer. Dann ist natürlich tote Hose mit dem See oben. Das ist dann versalzen. Sozusagen. Das wird keiner dulden. Ne? Nee. Ah ja gut, da muss man halt zwei Seen finden, einen unten und einen oben. Das dürfte nicht so schwer sein. Süßwasser halt dann. Das ist die Aufgabenstellung. Und ich hab, du hast auch gesagt, gell? 30 auf 30 Kilometer muss er sein. Genau, dann lohnt es sich erstmal drüber nachzudenken. Das kann man auch 10 auf 10 machen, aber da brauchen wir schon einige von den mehr. 10 auf 10, überall verteilt. Das ist eine ganz andere Qualität wie ein normales kleines Pumpspeicherwerk. Das muss man aber verstehen. Das hängt mit der Leistungsabfrage zusammen, die da jederzeit möglich ist. Das ist Wahnsinn. Na ja, gut, fertig. Gibt es doch so Postkarten, da steht drauf, sitzen so ein paar Typen rum mit der Bar und so. Keine weitere Aktivität vor Einbruch der Dunkelheit. Ne? Und das habe ich gerade denken müssen. Also, das ist, alles andere ist hier Quatsch. Also der Erfinder dieser Postkarte muss von so einem Ort geschrieben. So, entweder aus Spanien oder eben aus Kroatien. Kann ja sein. Kann auch sein, dass er aus Saudi-Arabien geschrieben hat oder sonst. Ich meine nur. Uff. Es ist mir fast schon zu viel, da jetzt zurückzulaufen. Aber dabei sind es bloß ein paar Meter. Und dann gibt es kaltes Wasser auf ja. Das ein bisschen was zu lesen.
Und hier bin ich gerade beim Tau. Und da steht es da drin, in der rauen Felsengegend. Wie ist das gerade? Das passt doch wunderbar hier, oder? Das Tau. Und dann übersetze die das hier mit Rudolf Steiner. Als das Göttliche, das bin ich. Was die für Idee haben. Da muss man schon denken, mitdenken. Also ich habe mich überall aufgerissen. Das ist, oh, das bin ich. Da. Ich habe es nicht gemerkt. Ne? Zack, was passiert. Und diese Bungalows, die sollen hier überall hingebaut werden. Weil der Camper sich halt drauf aufgeregt. So schlecht finde ich die ja nicht. Warum? Weil es doch praktisch wäre, da ja ein Blätter. Wer es mag, warum denn nicht? Die kommen immer mit ihren ganzen Häusern angereist. Gibt's ja, also das gibt es nach oben keine Grenzen, nach unten anscheinend auch nicht. Dann schon so Rausche im Gebell. Da kommt wieder so ein Schiff. Und dann kommt noch ein Vorzelt vor. Und der Strand besetzt sozusagen. Noch ein paar Liegestühle, 3, 4 am besten mit Tisch und Dumm und Damm. Da ist man mit so einem Dreimann richtig mickrig. Wobei ich mir ja, das war für mich war das ja ein Riesenfortschritt. Ich hatte früher ein Zweimannzelt von, was weiß ich. Da konnte man nicht mehr drin sitzen. Und dann Regen. Das, ich weiß noch wie heute. Schlimm, schlimm, schlimm. Schwimmen und Essen am Strand. Die Kamera noch, die ist vorhin runtergeputzt. Das war saublöd. Wie immer noch. Und dahinter geht die Sonne unter. Und zwar geht die genau an der Dusche unter. Das ist so, dass man kein Bild machen kann. Oder ein bisschen davor. Also genial. Aber macht nichts, oder? Nee. Wegreißt. Und jetzt gehe ich ins Wasser. Was haben wir jetzt ungefähr? 6 Uhr. Punkt 6. Und das ist jetzt angenehm. Heute Mittag, also um 3:30 war die, 3:30 war die Sonne so stark. Uff. Da bin ich nur von Schatten zu Schatten gehopst, das war nichts. Also da braucht man einen schönen Baum, wo man sich drunter legt, das ist gut. Das hat aber wenige haben es ausgehandelt. Jetzt habe ich einen Salat, ein Bier und ein Brot und der Sonnenuntergang. Und baden war ich auch schon. Ganz am Anfang, wie ich angekommen bin, bin ich da schon neu. Aber es ist tricky, wenn man keine Schuhe hat. Und heute Mittag war ich da drin. Und ja. Am Morgen war das. Natürlich war am Morgen Schatten, das war ja klar. Von der Felsen allein schon. Aber dann, das war kein 11 Uhr, war alles voll mit Sonne. War ja klar. Und das hat keinen Sinn. Also dahin hat es keinen Sinn. Weil genau zur höchsten Sonnenzeit ist das Knall in der Sonne. Und da gibt es dann, da vorne gibt es Bäume. Und da muss man dann hin. Und das werde ich dann morgen nochmal versuchen. Sozusagen ein Tag am Strand. Das muss doch irgendwie machbar sein. Ohne Unterbrechung. Zack. Es geht nur mit so einem Baum. Einer dieser Bäume. Oder man ist halt, das weiß ich, vollkommen... Dass man mit dem Anzug kommen. Also
So. Wunderbar. Und heute Mittag hatte ich diesen wunderbaren Meeresfrüchtensalat, obwohl ich ja eigentlich dafür nicht zu haben bin, ehrlich gesagt. Ja gut, den habe ich mir heute Abend selber angemacht. Thunfischsalat. So gut. Ich esse den gern. Amadeus, das ist nicht fantastisch. Es ist eigentlich keiner da, das wundert mich ein bisschen. Das ist irgendwie auffällig. Warum ist man da alleine, die sitzen alle daheim und essen ihn irgendwo im Schatten. Das kommt nicht gut an. Irgendwie geht das nicht gut. Also, es gibt schon Menschen, die denken ganz anders. Ganz anders. Ne? Wenn man das jetzt auch guckt, wie der die Zauberflöte interpretiert, wer ist denn das über Oberkogler? Kommt man in eine andere Welt. Wenn man das jemandem normalen, was heißt normal, wenn man das irgendjemand einfach so erzählt, weil der hält an für bekloppt. Ist doch so. Ja und du, was willst denn du? Ich finde das schon eine interessante Idee, die der da hat. Dass hinter der Welt eine andere Welt liegt. Ne? Und das die eigentliche Welt ist. Und das wird in der Zauberflöte halt so dargestellt. Dass das so ist, das ist mir irgendwie auch schon klar. Aber wie ist das verborgen? Ja, wenn das so einfach wäre, dann wäre es ja nicht mehr verborgen. Oder? Genau. Und das ist ja unverborgen. Ins Unverborgene. Und das Verborgene ins Unverborgene geht. Wenn die Corona-Maske fällt. Hat das auch was mit zu tun, Corona? Ich weiß es nicht. Corona ist ja irgendwie. Also für jemanden, der ein bisschen darüber nachdenkt, ist das eine Scheinwelt, die da jetzt entstanden ist. Ups. Eine Scheinwelt, ne? Nur wenige glauben, dass doch was gesagt wird. Es wird auch jedem offensichtlich so dargestellt, dass er erkennen kann, dass es irgendwie eine Farce ist. Nur diejenigen, ich glaube, jetzt bis heute. Man weiß ja auch nicht diejenigen, die dann festhalten, ob die das wirklich glauben. Ne? Oder ob sie einfach nur eine Oberdirektive folgen, ohne dass sie darüber nachdenken. Aber ich bin der Meinung, man kann an diesem Konzept jetzt erkennen, wieso jeder Einzelne in dieser Welt sein Leben positioniert hat. Ne? Also in Bezug auf die Macht. Gell? Das sagt ihr auch. Ja, manchmal, man kann ja der Macht nicht entgehen. Ne? Man kann ja nicht entgehen. Das sagt ihr auch, gell? Man kann ihr nicht entgehen. Jeder positioniert sich so, wie er. Wie gehe ich damit umhalten? Ja, gut, in die Zauberflöte, die behauptet ja, dahinter liegt noch eine andere Welt. Na gut, wenn ich mir bitte, was das für eine sein kann. Und der schreibt es da. Der Rudolf Steiner, der muss das auch schon so gedacht haben. Das ist ein Esoterik-Vordenker. Das macht natürlich die Welt um einiges spannender noch, wenn man denkt, ne? Dass das nicht nur so ein eindimensionales Bild ist, sondern mehr.
mehrere Ebenen ab sich entfalten. Das ist ein Wahnsinn, ne? Also die griechischen Götter, denke ich immer wieder, die sind nicht so weit weg. Die sind nicht so weit weg. Einige da. Das ist immer das Schauspiel, ne? Das ist doch wunderbar. Wenn da Rovini, die Sonne mehr ist. Rovin heißt es, das heißt dort Rovini. Hat mir der Kroate gesagt. Muss man Wiese halt nicht. Gude ist einmal im Boot. Oder? Oh ja. Der fährt jetzt in die Sonne rein, oder? Die Sonne kommt mir entgegen noch ein Stück, oder? Dann müsste so gehen. Vielleicht weiß er schon, wo er stehen muss. Also das mit der Gegenlichtaufnahme, das hat nicht funktioniert. Ich wollte die zwei da fotografieren. Ist doch wunderbar. So wird es gut. Ich fahre jetzt mal direkt drauf auf die Sonne. Was? Na, das ist ja eure übles Gewackel, ja. Oh ja. Denn das für Ding, da muss ich mal gucken, was da einer sich dabei gedacht hat. Ich hab das schon mal gesehen. Habe ich gelesen. Zu dunkel vielleicht, oder? Sieht man es noch? Auf, fahr drauf.
explizit müsstest du. Und nachdem stehst du drin. Und guck mal. Ja.